They are trying to break through. So, komm, stell mal den Tower auf. Was ist? Ach mein Gott, nein. Was? Hier gibt's drei Villages of Doom. Sag mal, ist hier irgendwas geändert worden? Ist mir da irgendwas entgangen? Es war doch anfangs von der Aufteilung her so, du hattest auf Map 1 ein Village of Doom, auf Map 2 hattest du 5, auf Map 3 hattest du, ich glaube, 2 oder 3 und auf Map 4 hattest du maximal 2 Villages. Das war ursprünglich mal die Aufteilung, aber wie es scheint, ist das geändert worden. 3 Villages und ausgerechnet an so einer offenen Stelle. Scheiße, wie soll ich denn das bitte verteidigen? Das kannst du gar nicht verteidigen. Weißt du was, das brechen wir an der Stelle ab, bevor es zu schlimm wird. Reicht das aus, platztechnisch in der Ballista? Ja, ne? So. Bogenschützen zurück. Ihr nach da unten. Die da machen wir noch weg. Warte mal, kann ich inzwischen eine Sägemühle bauen? Wo setzen wir die denn mal hin? Da bringt's nix. Da hätten wir plus 12, aber da geht's nicht. Da plus 14, das wäre schön gewesen. Hier plus 14. Ist, glaube ich, nicht so verkehrt. So, die zwei noch weg. Was? Oh, da unten. Okay. Wie schaut's mit der Baureichweite aus? Kann ich hier überhaupt zumachen? Naja, nicht so wirklich. Leute, ist okay. Hier können wir zumachen. Genau, gut. Ja, dann können wir den Bereich auch komplett absichern. Dann war's das. Eine Ballista kann ich jetzt hier natürlich nicht reinstellen. Dummerweise. Dich lassen wir da oben als Wache. Dich hätte ich ganz gern da. Da guckt ihr das an. Wir haben Random Horden. Aus dem Osten. Ich kann gerade keine Ballista bauen. Ich müsste irgendein Gebäude pausieren. Ich glaube, ich werde dich mal gerade pausieren. Ungünstig. Kann ich nochmal was aufrüsten? Nee. Ja, jetzt ist die Frage, von wo aus dem Osten? Treffen sie uns hier oder treffen sie uns hier? Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Da haben wir eh schon eine Ballista. Ich glaube, ich kenne mein Glück. Weißt, hier oben ist nämlich noch alles offen. Was müsste demnach noch weg? Da könnte ein bisschen was weg. Haben wir sonst irgendwo noch Holz rumliegen, was weg kann? Nee, ne? Nee. Das hier, wenn hier mal zu wäre, aber ist es ja nicht. Ja, ja. Our defenses are being attacked. Jetzt ist halt die Frage, von wo aus dem Osten kommen sie, ne? Wie so oft. They are trying to break through. Es befinden sich Gegner zu nah. Hier kann ich was bauen, hier nicht. Ja, kill die mal. Und wie ich mir denke, sie werden uns hier oben treffen. Wenigstens haben wir jetzt hier gleich die Ballista. Okay, pass auf. Jetzt machen wir hier noch ganz schnell zu. Dann können die weg. Ihr müsst euch hier ein bisschen verteilen.
Oh, da ist ja noch offen. Was? Wieso ist da offen? Oh weh, oh weh, oh weh. Das ist alles nicht so gut. Was ist jetzt mit dem Steinmetz? Oh mein Gott, den kannst du vergessen. Ich kann mir nicht mal ein Steinmetz leisten gerade. Wie krank. So, na komm. Kommt ran, ihr Drecksviecher. Ich bin bereit. Oh mein Gott, das ist die zweite Horde. Und guck dir mal an, was da rauskommt. Alter. Das ist aber schon ein bisschen... Kann es sein, dass die Population auch von der Map abhängt? Dass maximale Population auf Map 1 immer noch 10-mal weniger Zombies sind, auch in den Horden, als auf Map 4 zum Beispiel? Weil, also ganz ehrlich, das dafür für die zweite Horde, das ist krass. Ach, das kannst du vergessen. Wow. Okay, wow, alles klar. Nee, das muss man anders machen. Oh, da war auch der Start ziemlich beschissen, weil so starke Nahrungsprobleme. Ich habe eigentlich gemeint, dass der Wert hohe Bevölkerung, wenn du das einstellst, dass es dann auf allen Maps gleich ist, ja? Dass du auf allen Maps die gleiche Anzahl an Zombies hast und das hier definiert ja auch die Anzahl der Zombies, die in den angekündigten Wellen drin sind. Wenn ich das zum Beispiel auf sehr leicht setze, dann hast du in der ersten Zombie-Welle, ich glaube, 4 Zombies drin. Waren es 4 oder 5? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall total lächerlich. Ja, und zusätzlich dazu bestimmt es halt noch die Anzahl der Zombies, die auf der Map spawnen am Anfang des Spiels. Also, aber scheinbar ist es wohl echt so, dass mit jeder Map die Anzahl erhöht wird, auch wenn du hier gar nichts änderst. Das ist bitter, aber gut zu wissen. Das heißt, du brauchst bei Map 2, bei Welle 2 mindestens 2 Ballistas. Sonst hast du da ein Problem, wie man sieht. Da ist wieder so ein kleiner Mini-Grasfleck. Komisch. Okay, du darüber, du gehst da runter und du gehst nach da oben. Ah ja, genau, das nehme ich gerade mal mit. Dankeschön. Was haben wir da unten? Haufen Zombies. Oh, ein Gebäude. Das reißen wir gerade mal ein. Das ist ein schönes Geschenk. Und da haben wir ein Village of Doom. Ja, wie cool ist das denn bitte? Und wieder so wenig Nahrung, weißt du? Schon wieder so wenig Nahrung. Oh mein Gott. Nein, die wollte ich nicht. Die wollte ich. Achso, warte mal. 12. 14. Oh. Da bekämen wir 14 raus. Ja gut, dann kleistern wir da oben mal alles zu. Kriege ich da... Da kriege ich nichts rein. Okay. Wie machen wir es denn? Hier drüben 8 und dann da 11. Oder ich mache hier 11. Geht das dann überhaupt, wenn ich den da hinsetze? Ne, das funktioniert gar nicht. Ich kann da bloß einen setzen. Okay. Ja, schauen wir mal, was wir hier so haben. Aber theoretisch dürfte hier nicht allzu viel los sein. Noch nicht. Oh, da haben wir grün. Oh, da will ich hin. Okay, alles klar. Alles klar, da werden wir hinarbeiten. Da machen wir einfach nur zu. Ach, Alter, wie geil. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich baue mir gleich mal die ersten Hütten. Die sollten wir aber nicht hier aufbauen, oder? Ich glaube, ich fange dann mal... Ich fange einfach mal hier so an. So, du stehst da oben ganz gut.
Okay, alles klar. Dich lassen wir hier patrouillieren. Gut, Nahrung steht. Das war's schon wieder, oder wie? So eine Sägemühle wäre jetzt noch nicht verkehrt, wenn wir die da reinquetschen irgendwo und dann müssen wir hier schauen, dass wir Nahrung rausziehen. Boah, ich kann erst hier drüben wieder anfangen zu bauen, das ist schon bitter. Ja, wie machen wir das denn jetzt mit der... mit dem Expandieren? Einziges Problem werden hier bei dem Level Steine sein, die sind nämlich da oben und ein Steinbruch so nah an einem Village of Doom zu bauen, das könnte Krach machen und das ist nicht gut. Das wird die Viecher anlocken. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, du stehst da draußen, ganz Mutterseelen alleine, aha. Was haben wir denn hier drüben noch so? Farmen geschenkt bekommen ist eine tolle Sache. Vor allem, wenn man hier Gras hat. Das ist ja schon mal nicht so verkehrt. Kann ich natürlich gerade nicht bauen. Es geht einfach nicht. Es reicht schon wieder nicht. Das reicht schon wieder nicht. Oh, warte mal, Alter, wir haben ja 30 Steine, das fällt mir jetzt erst auf. Uns fehlt nur das Gold. Dann können wir eine Kaserne bauen. Cool. Ja, ja, gut. Das ist cool. So, 247 Gold. Was brauchen wir eigentlich? 450, okay. Cool. Und damit haben wir eine Kaserne. Und das sogar noch vor Tag 2 diesmal. Find ich cool. Aber da oben tauchen mir jetzt schon die ersten Zombies auf. Das finde ich nicht so cool. Ha. Aber wir können auch nicht allzu viel machen. Wir könnten schauen, dass wir da an die Steine rankommen, aber ich glaube, da lockst du nur zu viele Zombies an mit der Aktion. Ja, nee, komm. Nee, nee, lassen wir das mal bleiben. Wir gehen in den Süden runter. Wir machen hier einfach nur zu. Ich muss schauen, dass wir da dann eine Ballista irgendwie hinbringen. Was bräuchte ich denn für eine Schreinerei? Mehr Arbeiter, mehr Holz, mehr Gold. Alles Dinge, die ich so oder so haben möchte. So, das Lustige ist, hier unten können wir ruhig bauen. Kriege ich da eine Mühle rein? Ne, kriege ich nicht. Das wäre lustig. Die wäre super abgesichert, aber wir wollen lieber die Nahrung. Jetzt schauen wir mal. Machen wir das so. Ah ja, genau, Farm. Was würde da rauskommen? 2 Einheiten Nahrung würden da rauskommen. Wow. Das lohnt sich. Auf jeden Fall. Richtig. Cool. Ja, da müssten wir rüber. So. Gut, wir können noch eine Hütte bauen. Sehr schön. Und wir können nochmal ein paar Hütten bauen. Eine. Hauptsache, wir kommen hier an Leute ran. Ja, das kann jetzt ein bisschen pingelig werden hier. Wenn ich jetzt da eine Farm reinquetsche, ist die Frage, kann ich die verteidigen?
Weil wir brauchen erst einmal die Nahrung. Es hilft leider nicht. Nein, 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 nein. Die müssen wir nicht anlocken. Die kommen von ganz und allein, die Viecher. Du gehst mir gleich mal da oben mit dazu. Da drüben versammeln sie sich auch schon wieder so. Da sind sie gar so auf einem Haufen. Okay, wir haben Nahrung. Sehr gut. Das heißt, wir kümmern uns gleich mal um das hier. Da lassen wir wieder frei. Diesen da. Hier unten, platztechnisch, sollte man vielleicht Luft lassen für eine weitere Mühle. Die dürfte da theoretisch hinpassen. Ja, das geht. Das heißt, da müsste ich quasi hier weiter bauen. Okay. Gut, 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 gut. Können wir mit dir vielleicht ein bisschen aufräumen da unten? Schon mal so, weißt du, leicht anfangen damit. Zelte sind fertig. Okay, wie schaut's aus? Was brauchen wir jetzt alles? Wir brauchen 40 Holz und 500 Gold. Okay, ich hätte mir vielleicht den Burschen hier sparen sollen, weil wir haben eh genügend Energie. Naja, was soll's. In 8 Stunden haben wir das Gold dafür. Aufs Holz müssen wir sowieso jetzt nicht mehr warten. Okay, wir gucken mal ein bisschen, wie es hier so aussieht. Ohne was anzulocken, bitte. Da oben liegen nochmal Ressourcen, aber ich habe jetzt nicht gesehen, welche. Gut, da kommt schon ein bisschen was. Wobei... 634 kann ich mir eine Bogenschützin leisten, das geht. Achso, nee, könnte ich nicht, weil uns da dann das Holz fehlt. So, jetzt aber. Wo setze ich denn die Schreinerei? Die Schreinerei, die setze ich mal da so. Da müssen wir halt kurz warten, bis wir neue Bogenschützen ausbilden können. Aber das werden wir, glaube ich, schon überleben. So, du machst den da weg. Mich irritiert das, weil auf der Minimap diese roten Punkte andauernd hin und her flackern, wenn die Frau hier die Zombies aufdeckt und sie dann wieder verschwinden. Das ist leicht verwirrend. Okay, der ist da am Basteln. Dann könnte ich anfangen, ganz vorsichtig mal... Ich traue mich nicht, da oben irgendwas hinzubauen. Jedes Gebäude veranstaltet eine gewisse Menge an Krach und das mögen die Viecher überhaupt nicht. Da sind die ja ganz allergisch. Wenn wir hier mal eine Mauer haben und eine Ballista da steht, dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Dann ist alles gut. Dann ist alles im Butter. Oh, wir können ja hier doch noch was hinsetzen. Aha, sehr gut. So, können wir da mal einen Ticken vorrücken, nur ein bisschen. Oh ja, so, jetzt Ballistas kosten 700. Mauern kann ich ja auch gerne ziehen, weil wir nicht die Reichweite haben. Doof. Doof, doof, doof. Okay, warte mal.